Und wieder war ich auf Beutezug, diesmal im Bahnhof von Donauwörth. Begrüßt wird man hier von drei Loks, von wahrscheinlich der Bayernbahn, eine 110 und 251er. Donauwörth ist ein Knotenpunkt. Hier laufen drei Bahnstrecken zusammen. Einmal die Strecke Augsburg-Nördlingen, dann die Strecke Ingolstadt-Seehof nach Neuoffingen Richtung Ulm und schließlich die Strecke von Treuchtlingen, die hier in Donauwörth endet. Und hier kommt der sogenannte Cookie-Dent-Express. Der kommt aus Hamburg und wird dann in Augsburg geflügelt. Der Teil nach Oberstdorf wird ab dort dann von Dieselloks gezogen. Diese Verbindung verkehrt nur einmal am Tag. Ein paar Minuten vorher hätte eigentlich der Zug in der Gegenrichtung vorbeikommen sollen, doch dieser ist an jenem Tag leider ausgefallen, so wie die Zähne von manchen. Das war ein Desiro High Capacity, der von Go Ahead Bayern gefahren wird. Oder besser gesagt, gefahren wurde, denn Go Ahead in Deutschland heißt seit kurzem Arverio und ist nun eine Tochtergesellschaft der ÖBB. Tja, wie man sieht, ist momentan nicht so ganz viel los, aber das wird sich bald ändern. Ganz in der Nähe ein Standort von Airbus Helicopters, früher auch mal Eurocopter genannt. Und wenn wir schon in Donauwörth sind, dann gibt's auch ein paar Brücken über die Donau. Diese Lok habe ich beim Filmen gar nicht bemerkt, ansonsten hätte ich bestimmt jetzt nicht in der Gegend rumgeschaut. Puh, gerade noch rechtzeitig. Und schnell zum anderen Bahnsteigende gejumpt. Information zu RB15 nach Ingolstadt Hauptbahnhof über Neuburg-Donau. Abfahrt 13.31 Uhr fällt heute aus. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Hier steht nochmal ein Desiro HC, diesmal von DB Regio.
Auf welcher Linie diese eingesetzt werden, kann ich momentan leider nicht sagen. Vielleicht weiß das jemand von euch. Ein Endwagen und ein Zwischenwagen. Und hier eine Universalstopfmaschine und im Anhang eine Schotterverteil- und Planiermaschine. Diesmal ein Siemens Mireo. Und jetzt wird arrangiert. Vorm Stellwerk stehen noch ein paar alte Wagen, wem die wohl gehören. Der Zug hat hier 14 Minuten Aufenthalt und dann geht's wieder zurück.
besser, wenn der Lokführer mitfährt. Und hier haben wir einen Twindex von Bombardier. Also vegan ist dieser Zug auch nicht. Ein Mopsgesicht, Baureihe 440. Bei diesem Zug bin ich leider überfragt. Es hat den Anschein, als würde er durchfahren. Also wahrscheinlich eine Überführung. Die Vectron wurde mittlerweile abgekuppelt und umfährt jetzt den Zug.
Hier der Unterschied zwischen Bremse angelegt und Bremse gelöst. Das war also die Regionalbahn 15 und ein paar Minuten später kommt schon die nächste. Diese wird dann aber hier enden. Hin und wieder ist es so.
Speiche umstellen. Stadler Euro Dual. Diese Lok scheint immer beliebter zu werden, gerade auch bei ELP, der dieses Exemplar hier gehört.
Hier wird nun auf Gleis 4 gewechselt, denn dort wird nun etwas gemacht, das meines Wissens nach nur auf diesem Gleis möglich ist. Der Zug ist relativ weit nach vorne gefahren, und zwar so weit, dass er dieses Zugdeckungssignal hinter sich ließ, das momentan noch betrieblich abgeschaltet ist. Bevor es allerdings hier weitergeht, noch die Einfahrt eines Kesselzuges. Eine Vectron Dual Mode, die, so wie es aussieht, die Rheinische Bahnpersonal- und Verkehrsgesellschaft von Northrail angemietet hat. Und jetzt geht's auf Gleis 4 weiter. Das Zugdeckungssignal dürfte nun einen Haltebegriff anzeigen und deshalb hält der RE90 natürlich davor. Die Einfahrt selbst dürfte hier mit maximal 20 km/h erfolgen, langsamer als in ein Stumpfgleis mit Prellbock. Da wir hier kein Sperrsignal haben, das zwei weiße Lichtpunkte anzeigen könnte, sondern nur ein Zugdeckungssignal mit einem einzelnen weißen Licht, wird das Signal erneut betrieblich abgeschaltet und der Zug kann dann vorziehen. Gleich gegenüber auf Gleis 2. Farblich sieht man hier keinen Unterschied, aber hier wird genau das Gegenteil gemacht. Und der vereinigte Zug nach München kann jetzt mit 60 ausfahren.
und noch in der Siro HC von DB Regio. Die Rail Cargo Group bzw. Rail Cargo Austria, wie hier auf dem Wagen zu sehen, gehört zu den ÖBB und ist damit das österreichische Pendant zu DB Cargo. Und es geht Richtung Ingolstadt. Es wird rangiert. Tja, wo dieser Genosse hier wohl hinfährt.
6 Minuten später, komischerweise habe ich die Einfahrt in Anführungszeichen verpasst. Der Zug kam hier plötzlich zum Stehen. Warum, ist mir nicht bekannt. Kurz darauf will er sich wieder in Bewegung setzen, aber das geht nur sehr, sehr langsam. Warum, ist mir nicht bekannt. Also für mich als Laie hat es sich fast so angehört, als hätte sich da eine Bremse nicht richtig gelöst. Aber vielleicht weiß von euch jemand mehr. Und plötzlich und für alle unerwartet, ein NE81, auch bekannt als Baureihe 626, und zwar von der Staudenbahn. Als Staudenbahn wird zum einen die Strecke Gessertshausen-Türkheim bezeichnet, die sich südlich von Augsburg befindet.
Zum anderen die SVG, also die Staudenverkehrsgesellschaft, die eigentlich auf Teilen der Staudenbahn fährt. Was allerdings der aktuelle Stand der Staudenbahn ist, darüber lässt mich selbst deren Website im Unklaren. Und auch hier geht's Richtung Ingolstadt. An den Ausfahrsignalen befindet sich jeweils ein Geschwindigkeitsanzeiger ZS3, also ein Zusatzsignal, hier jeweils als Formsignal ausgeführt. Ein Geschwindigkeitsanzeiger regelt die Geschwindigkeit im anschließenden Weichenbereich. Zwei Minuten später. Thank you.
eine Temperatur an einem Signal. Achtung!
Information zu RB87 von München Hauptbahnhof. Ankunft 16.30 Uhr, heute circa 5 Minuten später. Und das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.